Herr Dr. Schüssel, Sie sind heute an einem sehr geschichtsträchtigen Ort. 1945 wurde die ÖVP hier gegründet. Sie haben hier maturiert, auch viele andere bekannte Persönlichkeiten, auch aus anderen Parteien, Viktor Adler und viele andere, die hier maturiert haben. Wie war es denn für Sie, wieder an die erste Stelle sozusagen auch Ihres politischen Tuns und wo Sie vielleicht sehr viel auch gelernt haben, hierher zurückzukommen heute? Na gut, mein politisches Tun hat nicht hier begonnen. Da habe ich studiert, ministriert, maturiert und ich habe das in sehr, sehr guter Erinnerung. Denn die Schule der Benediktiner, die Regel des heiligen Benedikt, das könnte man ja heute eigentlich eins zu eins als gutes Führungsprinzip jeden Manager eigentlich zum Amtsantritt, auch jeden Politiker zum Amtsantritt schenken. Denn die Regel des heiligen Benedikt enthält zum Beispiel einen sehr guten Satz. Der Vorsteher des Klosters, der Abt, soll vor allem auf die Jüngeren hören. Und das haben wir eigentlich in der Volkspartei gerade in den letzten Jahren gut gemacht. Wir dürfen eben nicht nur die Älteren zu Wort kommen lassen, sondern den Jungen eine Chance geben. Die können Fehler machen dabei, keine Frage. Dazu braucht es dann auch Selbstkritik und Selbsterkenntnis. Es gibt niemanden, der keine Fehler macht, aber ich finde schon, gerade diese Lehre des heiligen Benedikt könnte ein ganz gutes Führungsprinzip sein. Also ich habe mich eigentlich immer ganz gern daran orientiert, mache auch jedes Jahr noch immer, seit vielen, vielen Jahrzehnten, Einkehrtage im Sommer im Stift Zecker bei Knittelfeld und ich finde, dass wir auf diese Dinge durchaus stolz sein können. Politik hat dann eigentlich bei mir erst nachher begonnen. Aber auch die Jüngeren hören auf die Älteren, in diesem Fall die ÖVP-Anhänger und Sympathisanten, die hier war, auch auf Sie. Ganz allgemein, was sagen Sie denn zu den sehr unruhigen Zeiten, die wir in Österreich jetzt in den letzten Tagen durchleben, ohne auf jetzt Konkretes eingehen zu wollen? Ja, im Chinesischen hat ja das Wort Krise oder das Schriftzeichen Krise zwei Bedeutungen. Ne? Chance und Krise, das ist das Entscheidende, ne? Also Gefahr und Chance. Und beides ist so. Das heißt, wenn man in einer kritischen Situation die richtigen Schlüsse zieht und wenn man das überlebt, dann wird man stärker. Ich habe selber etliche sehr, sehr schwierige Krisen erleben dürfen, müssen und habe daraus sehr viel gelernt, auch eigene Fehler, also das ist gar keine Frage. Den Politiker, der in seinem Leben nie Fehler gemacht hat und das auch nicht ganz offen zugibt, den müssen wir erst einmal zeigen. Also ich glaube, dass das überhaupt keine Frage ist. Wichtig ist nur, dass wir schon auch Gott als Volkspartei, und Volksparteien finde ich sind halt wichtiger denn je, weil sie eben nicht nur ein Thema haben, sondern wirklich viele Prioritäten gleichzeitig und gleichmäßig bearbeiten müssen und daraus eine vernünftige Mischung, einen guten Kompromiss, eine gute Politik für die Zukunft formen können. Also ich denke, dass Volksparteien darauf ganz gut vorbereitet sind, vielleicht besser als andere.